Hallo. Guten Tag, Bananen Split. Ja, genau, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator. Ich muss nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Warte, ich guck nach, ich bin eh auf YouTube. Nee, ich bin schon da. Das letzte Video kam vor 2 Wochen. Da sind wir mit dem. So, TS, kannst du starten? Echt? Oh ja, danke. Sind wir nach Cochem gefahren mit dem Talent 2. Jetzt fahren wir weiter von Cochem nach Trier mit dem Flirt 3. Machen hier mal an. So, wir dürfen auch schon direkt losfahren. PZB Sievers auch schon an. Ab geht's. Nee, Das noch nicht. Sandmännchen ist auch schon an. Genau, Sandmännchen Sandro ist auch an. Ja, So. ja. So, ja. Befreien kennen wir uns. Hier ist HP2. HP1, ups. Achso, mit Was dabei geht ab, ist Leute? hier Sandro und Kevin. Sandmännchen Sandro, wenn ich da. Weihnachtsmann. Ja, genau, Sandmännchen Sandro. Weihnachtsmann. Ich hab. Ach, stimmt ja, ich hab ein ganz tolles Update installiert. Das, Was denn jetzt kommt? von Chris Trains, das unter anderem die Steuerung etwas ändert und die Horn-Sounds. Ja, geil. Zwangsbremsung, aber ich habe mich noch draus befreit. So, das habe ich vergessen. Hier, ja, egal. Also mit Leertaste einmal das tiefe Horn. Und jetzt einmal mit der Taste N das hohe. Finde ich schon deutlich besser wie vor dem Update. Und jetzt kann man das Tempomat mit Y und C steuern. Das ging davor ja nur mit R und F. Wurde jetzt geupdatet. Und sonst noch ein paar kleinere Bugfixes. Unter anderem einmal noch die Sieger. Unter anderem kam auch eine neue Variante vom Flirt 3 mit dazu, die Arriva Variante aus der Niederlande. Ja, aber sonst hat sich fürs Deutsche nichts geändert. Nee. Oh shit. Ha, oh shit. Parker. So, jetzt geht's mit 120 hier durch den Kaiser Wilhelm Tunnel. VMAX 160. Wir fahren mit einer Double Traction, also 10 Wagen. Das Abloggen von dem Kacken dauert so lange. Ja, im Hintergrund. Oh Was ist shit. das denn? Im Hintergrund uploadet Sandro ein neues Video für euch. Ja, was bleibt geheim? Lasst euch überraschen. Ist er bis dahin noch gar nicht online? Nee, nee. Nee, nee, So. nee. Jetzt immer zu schnell, ey. Das hier wird ja nicht. So. So, nee, hier ist noch nix. 95%. Oh. Ui, nee, das Rendern ging mir gestern auf die Nerven, ey. Ja, also ich renne da dafür ziemlich schnell, also. Ich habe gestern, glaube ich, eine Stunde oder so gebraucht und nur wegen dem Drecksfehler. Ach ja, willst du den Leuten mal von deinem geilen Fehler Also, falls ihr den letzten Speeddrive von mir geschaut habt, muss ich sagen, das lief nicht so ganz wie geplant. Ich hatte das Ganze ganz normal aufgenommen und ich benutze jetzt nicht mehr Movie Maker zum Schneiden, sondern Camtasia Studio 9. Und da gab es das kleine Problem. Ich habe das Outro hinzugefügt, habe danach aber erst die Geschwindigkeit da hinzugefügt. Ja, genau, hier ist eine Baustelle. Ja, gut, das ist jetzt blöd gelaufen. Auf jeden Fall habe ich dann das Outro hinzugefügt, habe dann alles kurz gemacht, weil war ja ein Speeddrive. Und dann war ich am Rendern. Oh. Hab dann gemerkt, ja, super, die Folge geht insgesamt 30 Minuten. Warum? Dann habe ich nachgeschaut und dann war ernsthaft, ich hatte das Outro und dann hatte ich das ernsthaft 20 Minuten später nochmal. Das muss ich dann nochmal nachträglich auf YouTube ändern. Und jetzt geht die Folge ganz normal 8 Minuten lang. Geil, gell? Ich bin gerade so richtig. Oh. So, VMAX 45 jetzt, weil ich gerade ein bisschen zu blöd war.
Ich wollte gerade anfangen zu bremsen und da habe ich schon eine gewischt bekommen. So. Diesmal, bei der letzten Fahrt war ich so blöd. Und bin über 45 gerollt. Passiert mir jetzt nicht. Nee, minus 10 wollte ich jetzt nicht. So, komm, bitte fahr einfach schnell über den nächsten Magneten. Ich würde gerne schneller als 45 fahren. Au. Dankeschön, 100, nee, 80. So, nee. Ediger Eller ist derzeit nur eingleisig befahrbar. Ja, mute dich geschwind. So, jetzt geht's aber erstmal mit 80 lieber die Mosel. Hebel on the table. So, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen recht herzlich verkünden, das neue Video ist in 4 Minuten online. Ja, ich habe gerade einen Bug. Der Driver Key ist nicht eingesteckt. Aber gut. So. Hier ist Tunnel, hier darf ich hornen. Boah, dass sie jetzt alle dieses Ring of Elysium spielen, ey. Das geht so nicht. Warum, du wirst wahrscheinlich gleich der Erste sein, der dir das anguckt. Warum? Keine Ahnung. Ah ja. So, mal kurz ein Screenshot. Screenshot? Screenshot, ja, das habe ich bei der letzten Folge schon wieder vergessen. Oh. So, wir durchfahren jetzt einen kleinen Ort, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Pedershausen. Nee, das könnte Bengel sein. Nee, Neve ist das. Das könnte Bengel sein. Oh, du bist ja ein böser Bengel. Nee, wir durchfahren jetzt gerade Neve. Nee. Nee. So, wir fahren auch nur 4 Kilometer noch. Pro Stunde? Nee, 80. So, jetzt 110. Das ist ja Luxus an der Mosel mit 110. VMAX auf der Strecke liegt bei 130. Oha. Mhm. Aber oha. Ey, besser wie diese Ruhr-Sieg-Nord-Strecke. Da ist VMAX, glaube ich, 120 oder so. Oha. Aber sind beides halt kurvige Strecken am Fluss entlang. Ich weiß gar nicht mehr, hat das Szenario noch irgendwie Ansagen? Diese X hier nicht beachten, ich habe das Szenario schon mal auf meinem Hauptkanal gefahren. Oha! Oha! Aber ich fand das eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt, nochmal mit dem Fleur 3 zu fahren. Ui! So. Martin, warst du schon essen? Wie hat's dir geschmeckt? Nein, ich war noch nicht essen. Ich gehe jetzt Tatsache nach der Folge essen. Oha. Wenn ich schaffe, ich hoffe. Hauptsache, ich bin immer noch im Spiel da. Ich habe gerade sehr lange noch gelaufen. Ja, moin. So, wir sind ja an der Mosel. Hier ein Schiff auf der Mosel. So, Bulai. Bulai. Nächster Halt. Bulai. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier besteht Übergang zur Regionalbahnlinie 94 nach Traben-Trarbach. Oh, Traben-Trarbach. Warum nicht nach Hamburg? Oh, Hamburg ist geil. Die ICs fahren seit 2014 nicht mehr. Die sind damals nach Norddeich-Mole gefahren, ist ja auch irgendwo da oben. So, Achtung, Langsamfahrt. Das werden wir auch ganz vernünftig bestätigen. Hallo? So, ich wollte dieses Jahr nach Hamburg. Warum? Oh, nee, 60? Dann muss ich dich ertragen. Also noch dieses Jahr oder erst nächstes Jahr? Dieses Jahr wollte ich, also weil die Ferien waren, deswegen. Aber wir sind nicht gerne nach Lübeck gefahren. Und Lübeck, ja, da hätte ich auch den Traum gehört. Lübeck ist Oh, scheiße, da steht schon die Schandtat, die da mittlerweile fährt. Baureihe 650. Nur ist das nicht die richtige Lackierung. Hm. So, ich kann dieses Gefährt nicht leiden. Ich werde auch jeden Tag... Steht da hinten noch eins davon? Ach du Kacke, da steht noch eins davon. Diese Schandtat fällt jeden Tag vor meiner Haustür. Ekelhaft. Oha. Ekelhaft, ey. So, in genau 10 Sekunden geht ein neues Video online. Ja. Zum Glück habe ich die Ansage selber gemacht. Das muss man nämlich hier. TS sagt mir Geschwindigkeitsübertretung, aber ich fahre 50 km/h und darf 110 fahren. Ja, moin. So. Und genau vor 10 Sekunden ging das neue Video online. Geil.
So, wir fahren schön zur Haartafel vor. Hauptsache, ich hab grad auf einen Gegner richtig gut gezielt. Er ist nicht einmal gestorben. So. Aber eigentlich hier ist die Haartafel. Hier muss ich leider das hier noch ein bisschen anziehen. Das muss man seit dem neuesten Update. Wir machen die Türen auf. Die Bremse lösen wir und die lösen wir auch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal. Ach, wenn das nicht perfekt an der Haartafel ist, weiß ich auch nicht. So, hier zwei Baureihe 650 nach Traben-Trorbach. Hier fährt demnächst der Gegenzug ein, der Regionalexpress 4172. Echt? Nee, das stimmt nicht. Ach, ich weiß, was ich spiele. Ah, die ZZA sind falsch. Interessant. So, die Türen gehen schon wieder zu. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ja.